Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Planet Zoo Mod Vorstellungsvideo. Das letzte Video dieser Art ist sehr, sehr gut bei euch angekommen und deshalb gibt es heute eine neue Folge davon. Ich habe wieder ein paar Mods rausgesucht, einige davon sind etwas älter, andere wiederum sehr aktuell und die werden wir uns heute anschauen. Die erste Mod könnt ihr schon hier vielleicht im Hintergrund leicht erkennen, ist noch sehr, sehr klein. Diese bringt nämlich wieder ein neues Tier ins Spiel und das ist die Alpenziege. Da ist sie. Ein richtig cooles Tier, wie ich finde. Super, dankeschön. Ja, ist auch ein sehr essentielles Tier, weil wenn ich in so einem Zoo oder im Tierpark bin, dann gehe ich immer zu den Ziegen. Ziegen sind cool, die haben meistens ein begehbares Gehege, die kann man dann so richtig schön füttern. Da sind dann meistens auch richtig viele kleine Babyziegen drin. Habe ich hier mal eben eine? Oh, ich glaube, da ist eine gekommen. Ne, das ist auch eine Erwachsene. Ich suche mal ganz schnell eine Babyziege. Da ist eine. Können wir uns die mal anschauen. Ja, meistens sind da ganz, ganz viele kleine Babyziegen drin und die kann man dann füttern. Da bekommt man so eine kleine, ja, Waffel, so eine Eistüte schon fast mit so Pellets drin und damit kann man die dann füttern. Und meistens ist es eher so ein Kampf darum, dass einen die Ziegen das einen nicht komplett aus der Hand reißen, also diese gesamte Waffel. Aber es ist immer sehr, sehr süß, wenn diese ganzen kleinen Babyziegen ankommen und dann teilweise schon auf einen draufklettern und so. Oh, die sieht aber auch echt cool aus. Schade, dass die gerade im Schatten steht. Bitte gerne noch mal ein bisschen besser beobachten. Wir können aber ganz kurz pausieren, dann schauen wir uns mal das Model ein bisschen in der Sonne ein bisschen genauer an. Hier sieht man das, glaube ich, gerade sehr, sehr gut. Oh, das war der falsche Knopf. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Auflösung und so schon mal richtig gut ist. Das Tier an sich sieht auch richtig, richtig gut aus, finde ich. Das Fell sieht gut aus, sieht sehr plüschig aus. Tolle Augen, tolle Färbung, tolle Hörner. Sieht wirklich alles richtig, richtig gut aus. Eine ganz tolle Mod, wie ich finde. Bin ich großer Fan von. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, hier bei diesen erwachsenen Tieren, das sieht man, ah, hier sieht man das ganz gut. Hier hinten, also ich kenne das zumindest so bei den Ziegen, dass die immer so ein bisschen plüschigeren, ja, Schwanz haben. Hier hinten so ein Schweif. Aber ich glaube, das ist von Ziege zu Ziege auch so ein bisschen unterschiedlich. Das finde ich allgemein ein bisschen schade bei der Mod, dass die so wenig Variation haben. Also die sehen halt alle in diesem Braun aus. Ist natürlich so eine Standardfarbe für eine Ziege, aber wenn man in so einem Tierpark ist, dann ist es ja meistens so, dass da wirklich viele verschiedene Ziegen sind mit verschiedenen Hörnern, mit verschiedenen Farben und so. Ich weiß nicht, ob das realisierbar ist, aber das wäre auf jeden Fall nochmal eine Nummer cooler. Aber ansonsten finde ich die Mod schon sehr, sehr cool vom Optischen, muss ich sagen. Die Ziege wurde übrigens für das Dall-Schaf eingefügt. Das heißt, man braucht das Arctic-DLC, wenn man die Ziege spielen möchte. Oh, jetzt kommt nochmal das kleine... Wie nennt man denn kleine Ziegen? Die bestimmt auch einen Namen, oder? Kalb ist das ja nicht. Kalb ist ja von so einer Kuh. Wieso ist denn hier nur so ein kleines Ziegenbaby? Ach, da sind die anderen alle. Meine Güte, was macht ihr denn hier hinten? Steckt ihr euch vor mir, oder was? Kommt mal hier in die Sonne. Ach, die sind so süß. Ich liebe Ziegen, wirklich. Schreibt mal in die Kommentare, wem schon mal so eine... Oh, guckt jetzt mal. Jetzt könnt ihr sie gut sehen. Oh, ist die schön. Aber so ein bisschen Farbunterschiede haben die, glaube ich, ne? Das sieht halt wirklich mega gut aus. Die ist zwar jetzt auch gerade noch ein bisschen nass, deswegen sieht die Haut so, Haut so ein bisschen anders aus. Aber die Auflösung ist wirklich super. Also das könnte wirklich auch wieder so ein Tier sein, was original aus dem Spiel stammt. Richtig, richtig cool. Feier ich. Ah, toll. Ja, ich wollte gerade fragen, wem wurde denn schon mal so eine Eistüte aus der Hand gerissen? Also mir auf jeden Fall. Tatsächlich das letzte Mal, als ich im Zoo war, das war im Serengeti-Park, ist schon ewig her. Und da waren das tatsächlich nicht die Ziegen, die mir das aus der Hand gerissen haben, sondern die Alpakas. Fand ich auch frech. Die waren auch richtig aufdringlich und dreist, die Alpakas. Also das war richtig, richtig schlimm. Die sind auch richtig aggressiv beigegangen und haben sich die Eistüte oder dieses Waffelding da ergattert. Ja, ich muss wirklich sagen, ey, die Kamera spackt hier gerade. Oh mein Gott, was geht ab? Ich muss hier raus. Ich muss wirklich sagen, die Mod sieht wirklich richtig, richtig cool aus. Also es ist eine tolle Mod. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja, ihr könnt ja mal gerne, wenn ihr irgendwie Geschichten dazu habt, wenn ihr so in so Ziegengehegen oder so wart, dann könnt ihr die gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren. Oh, jetzt sieht man das nochmal. Jetzt können wir mal gucken, ob die auch so einen hellen Kopf haben. Ah ne, die sehen ziemlich ähnlich aus, okay. Ich glaube, Farbunterschiede sind da leider nicht vorhanden. Nee, aber trotzdem eine ganz tolle Mod. Sieht wirklich richtig cool aus. Und die Babys, die haben, glaube ich, auch, ja, die haben hier so ein bisschen mehr Schweif. Finde ich ein bisschen schöner hier. Wenn die hinten so ein bisschen mehr haben. Bei den erwachsenen Tieren sieht das so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht aus. Es gibt übrigens auch noch eine andere Version, nämlich die britische Alpenziege. Und die kann ich euch auch mal eben zeigen.
Ich habe das Ganze jetzt installiert und hier könnt ihr jetzt mal die britische Alpenziege sehen. Das Ganze habe ich so eingerichtet, dass nur die Männchen im britischen Stil sind und die Weibchen und Babys sind noch ganz im normalen Stil. Der Unterschied ist eigentlich nur, dass diese britischen Alpenziegen einfach etwas dunkler sind, eher so Richtung Schwarz gehen hier vom Pelz her. Finde ich ganz cool, weil dadurch der Kontrast zwischen diesen Weißen an den Pfoten und im Gesicht so ein bisschen höher ist. Und dann dieses braune Auge dazu. Sieht schon cool aus. Gefällt mir. Im Gegensatz dazu könnt ihr nochmal hier das Braun sehen. Das ist jetzt die normale Alpenziege. Ja, den Unterschied sieht man, denke ich mal, eindeutig. Ist aber beides cool. Und ihr könnt das auch, wie ihr wollt, installieren eigentlich. Ob jetzt die Männchen schwarz sind oder braun sind oder die Weibchen. Das ist ganz cool. Das kann man variieren, wie man möchte. Ich habe gerade auch nochmal geguckt, ob hier auch die Bilder und Namen und so angepasst wurden von dem Tier. Das ist leider nicht der Fall. Ich habe das Spiel auch extra auf Englisch gestellt, um zu testen, ob es vielleicht nur in der englischen Version geändert wurde, aber leider nicht. Und der Zoopedia-Eintrag leider auch nicht. Haben wir ja bei anderen Mods auch schon gesehen, dass hier wirklich alles angepasst wurde. Das ist auf jeden Fall noch ein bisschen verbesserungswürdig, aber ich muss sagen, ich bin schon sehr zufrieden mit der Mod. Die sieht wirklich richtig, richtig gut aus und ist auf jeden Fall eine Mod, die man so installieren kann und damit spielen kann, wenn man mal so ein kleines Streichel-Ziegengehege einrichten möchte. Und als zweite Mod haben wir heute den amerikanischen Alligator. Der schwimmt ja komisch. Ah ne, der ist da gelaufen, ne? Deswegen sah das so komisch aus. So sieht er auf jeden Fall aus. Ist zwar jetzt gerade ein bisschen nass, aber wird hoffentlich gleich trocknen, dass wir mal die Haut auch im Trockenen sehen, weil der sieht von der Farbe und von der Form so ein bisschen anders aus als das Leistenkrokodil. Ist logischerweise für das Leistenkrokodil ins Spiel gekommen. Ah, der ist leider gerade noch nass. Ich suche mal eben ein trockenes Exemplar. Sollten wir das vielleicht ein bisschen besser sehen. Und der hier chillt hier gerade gut in der Sonne. Schläft auch gerade. Jetzt sieht man die Färbung ganz gut. Also der ist halt viel, viel dunkler. Hat nicht so viel Grün drin und hat auch hier unten relativ weiße Schuppen oder Haut. Ich weiß gar nicht, wie man das beim Alligator nennt. Finde ich aber cool, dass wir endlich ein amerikanisches Krokodil im Spiel haben. Beziehungsweise Alligator. Ich weiß den Unterschied gar nicht genau. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, damit ich das auch mal lerne, was der Unterschied zwischen Alligator und Krokodil ist. So, wir gucken hier auch nochmal. Dann sieht man das Weiß nochmal ganz gut in der Sonne. Da jetzt seht ihr es. Sieht schon cool aus von der Färbung. Im Hintergrund seht ihr übrigens das normale Leistenkrokodil. Dann könnt ihr das ganz gut vergleichen. Das kommt jetzt hier gerade sogar angelaufen. Der ist halt, die Augen sehen anders aus, der Kiefer sieht anders aus, die Zähne sehen anders aus. Und natürlich auch die Färbung, ne? Also der Unterschied ist, denke ich mal, ganz klar zu sehen. Ich kann euch den Unterschied hier sogar so gut zeigen, weil es wurde bei der Mod, jetzt sieht man es perfekt eigentlich, wartet mal. So. Der ist natürlich jetzt viel größer, aber es wurde halt bei der Mod nur das Weibchen von dem Leistenkrokodil geändert. Das heißt, das hier ist ein Männchen und das ist dann leider noch das normale Leistenkrokodil und das hier ist sozusagen der amerikanische Alligator. Aber ich finde, man sieht den Unterschied schon sehr gut und er gefällt mir echt auch ganz gut, glaube ich, der Unterschied. Weil so ein Alligator bzw. Krokodil in dieser Farbe, so kennt man das ja eigentlich und so hatten wir den noch gar nicht im Spiel. Weil ich glaube, das ist eher so Standard als das hier, oder? Aber weiß ich auch nicht. Ist ja auch egal. Finde ich auf jeden Fall cool, die Mod, muss ich sagen. Können jetzt ja nochmal ein bisschen hier das Ganze uns in Bewegung angucken. Ich weiß auch gar nicht, warum das so ist, dass es nur die Weibchen geändert wurden. Ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell so ist, dass diese amerikanischen Alligatoren vielleicht nicht ganz so groß werden. Weil diese Leistenkrokodile sind halt schon riesig, ne? Diese Männchen. Das ist schon ziemlich krass. Aber sowas ist natürlich auch immer von Nachteil bei einer Mod. Jetzt spielt er hier Fußball. Aber sowas ist natürlich auch immer ein Nachteil bei so einer Mod, weil... Oh, die machen jetzt hier gegenseitig Fußball. Kommen wir gar nicht mehr zum Sprechen. Weil, dann können die natürlich auch keine Babys und so bekommen. Und dann hat man halt immer nur gleichgeschlechtliche amerikanische Alligatoren im Gehege, wenn man das dann, ein Gehege für die macht. Ist natürlich ein bisschen schade. Ist auf jeden Fall ein Minuspunkt, aber vom Model her finde ich den sehr cool und auch von der Farbe und so. Der sieht auf jeden Fall komplett anders aus, aber richtig cool. Und bewegt sich logischerweise auch cool, weil er eine sehr identische Form und sowas hat. Das Bild wurde auch nicht angepasst. Ist aber ja auch klar, weil halt auch nur das Weibchen geändert wurde. Und der Zoopedia-Eintrag wurde leider auch nicht geändert. Also die Mod ist richtig cool eigentlich, aber sie könnte meiner Meinung nach auch noch ein bisschen ausgereifter sein. Und vielleicht auch so, dass das Männchen dann noch angepasst wird, die Babys angepasst werden und auch die Bilder und alles. Dann ist es natürlich perfekt. Aber alles in allem finde ich die American Alligator Mod ziemlich, ziemlich cool. Und als letzte Mod schauen wir uns eine weitere Großkatze an.
nämlich den Nebelpardar. Habe ich vorher so noch nie gehört. Ich zoome mal ein bisschen rein. Schauen wir mal, ob wir den hier gut zu Gesicht bekommen. Da ist er. Oh, steht sogar gerade auf. Das ist perfekt. Oh Gott, ist der schnell. Eieiei, den kann ich ja nicht mal anklicken. Der ist übrigens für den Schneeleoparden ins Spiel gekommen und sprintet hier direkt los, wie ihr seht. So, gehen wir mal in diese Kamera, dann kann man ihn ganz gut sehen. Sieht schon echt cool aus. Hat auf jeden Fall eine sehr coole Maserung. Auch sehr schlank. Ich lese euch mal am besten den ersten Satz vom Wikipedia dazu vor, weil dann wisst ihr ungefähr, was das für ein Tier ist. Der Nebelpardar ist eine Großkatze des südöstlichen Asiens. Er sieht entfernt einem Leoparden ähnlich, ist aber kleiner und hat größere nebelhafte Flecken, denen er seinen Namen verdankt. Das ist diese tolle Maserung. Die sieht schon echt cool aus, muss ich sagen. Schauen uns das gleich auch noch mal ein bisschen bei näher an und in der Sonne, würde ich sagen. So, jetzt sehen wir es wunderbar. Oh ja, jetzt ist es echt schön. Hat eine coole Fellfarbe. Auch coole Augen. Ja, die Mod könnte ein bisschen schöner sein. Sieht so ein bisschen eckig und kantig noch aus, muss ich sagen. Und auch das Fell sieht nicht ganz so gut aus. Sieht nicht schlecht aus, aber sieht nicht ganz so gut aus. Aber trotzdem finde ich es cool, weil der hat wirklich eine sehr coole Maserung. Den Schwanz finde ich auch ein bisschen awkward hier, dass der hinten so breit und plüschig auf einmal wird und hier dann so schlank ist. Ich weiß auch nicht, ob das in echt so ist. Aber ich glaube sogar, auf dem Bild sieht es so ein bisschen zumindest da aus. Also ich glaube, den hätten die ruhig noch ein bisschen plüschiger lassen können, so mehr in diese Richtung. Dann wäre es, glaube ich, realistischer. Aber sieht trotzdem cool aus, die Mod. Ist ein cooles Tier, habe ich noch nie was von gehört. Heißt auf Englisch übrigens Clouded Leopard. Aber ich glaube, das ist gar keine Leopardenrasse. Ich glaube, der hat einfach den Namen bekommen, weil er so ähnlich aussieht. Aber ist mega cool. Finde ich eine coole Mod. Neue Tiere oder neue Raubkatzen zu haben, ist eh immer schön. Raubkatzen sind halt coole Tiere. Und es gibt ja noch einige, die uns fehlen. Den Leopard zum Beispiel auch. Den haben wir auch noch nicht. Raubkatzen gibt es ja auch sehr viele und sehr coole. Und er macht genau das, was Katzen eigentlich immer machen. Schlafen. Nur mal kurz trinken und direkt wieder schlafen legen. Richtig cool. Zu der Mod muss ich noch sagen, das Ganze ersetzt, habe ich es schon gesagt? Ich weiß es gar nicht. Das Ganze ersetzt den Schneeleoparden und davon nur die männliche Form. Das heißt, Moment. Das heißt, wenn man Weibchen macht, wäre es ein ganz normaler Schneeleopard und Babys auch. Das heißt, es werden nur die Männchen geändert, was ein bisschen schade ist. Und auch, ihr seht schon, das Bild wurde nicht geändert und der Zoopedia-Eintrag leider auch nicht. Also die Mod ist meiner Meinung nach ganz okay. Ich finde sie ganz cool. Das Tier sieht an sich ganz cool aus. Aber in der Umsetzung von der Mod, da könnte es noch ein bisschen besser laufen. Ist trotzdem eine coole letzte Mod, die ich euch zeigen wollte. Und ihr könnt jetzt ja mal in die Kommentare schreiben, welche von den drei Mods ihr am besten findet, die ich euch heute vorgestellt hatte. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.